Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, lasst uns mal mit denen hier reden hier. Wir wollten uns hier mit Fatih treffen, aber er kommt nicht. Vielleicht hat Fatih den Treffpunkt vergessen. Mein Fatih ist nämlich sehr vergesslich. Seit Stunden warten wir auf meinen Mann, aber er taucht einfach nicht auf. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Vielleicht hat er den Treffpunkt vergessen. Er ist manchmal etwas schusselig. Ja, okay. So, da geht's nach Bevel. Da wollen wir nicht rein. Wir bleiben hier. Schon gehört? In Bevel ist das losgeworden. Ja, genau. Dann gehen wir mal nach hier oben. Da haben wir nämlich eine Truhe. Ring der Sänftigung. Auch das müssen wir mal anschauen. Das hört sich an, wie wenn das für Yuna wäre. Die Truhe, das wusste ich noch, weil da war ja auch da. Ging ja die Reise weiter. Ausrüstung. Yuna. Ring der Sänftigung. Stummschutz und Konfusschutz. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, gerade wegen dem Stummschutz. Sphärobrett. So, dann machen wir nämlich das hier auch noch. Wir kommen nachher oben hin. Perfekt. Hier lang. Wir kriegen nichts, aber auch wirklich gar nichts. Oh, halt mal. Wir haben aber noch einen, sehe ich gerade. Wir kriegen doch was. Haha. Sehr schön. Und da ist demnächst ein Level noch und wir haben eine neue Fähigkeit. Klasse. So, du gehst den Weg hier nach unten, haben wir gesagt. Nee, passt schon. So, sehr schön. Walker noch? Walker geht auch mal nach hier unten hin. Alles klar. So, wer bist du dann? Ich wollte mich hier mit meiner Familie treffen, aber von ihr fehlt jede Spur. Sie wartet dort drüben. Oh, tatsächlich. Danke, Junge. So. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück. Ich weiß nämlich nicht, passiert da noch irgendwie was? Es ist der Junge weg. Dank ihnen haben wir uns endlich treffen können. Vielen Dank. Aber mein Sohn ist im Wald, um nach meinem Mann zu suchen. Was soll ich bloß tun? Dank euch habe ich endlich meine Frau wieder gefunden. Allerdings ist mein Sohn einfach allein in den Wald. Er ist mich wohl suchen gegangen. Ich muss ihn schnellstens finden. Ich glaube, der ist auch da, wo wir später nochmal hin müssen, glaube ich. Wir gehen jetzt mal hin. Ich glaube nämlich, da kann man schon hingehen. Ja, guck, da ist der Junge. Irgendetwas Wundersames liegt in der Luft. Da ist bestimmt was. Bestimmt ist hier irgendwas versteckt. Was es wohl sein mag? Diesen Ort sollte man sich merken. Das machen wir. Echt, du hast meinen Vater gefunden. Wow, danke. Ja, und da sind sie ja. Schön. Gibt's zwar keine XP, keine... Nix eigentlich, aber wir haben da diesen Ort hier gefunden. Der wird für später noch wichtig werden. Den sollte man sich, wie der Junge schon sagte, den sollte man sich merken. Aber lass uns erstmal jetzt die Reise weiterführen. Machen, wie auch immer. So, es geht zur stillen Ebene, beziehungsweise von der stillen Ebene zu Berg Gagazet. Und wir können hier nochmal speichern. Hätte ich das geahnt, hätte man das vielleicht hier machen können, das Speichern. Aber so haben wir das wenigstens mit dem Jungen noch gesehen gehabt.
The Calmlands. Long ago, the High Summoner spots Sin here. The road ends here. Okay. Beyond, there are no towns, no villages, only endless plains. Many summoners stray from their path and lose their way here. Es sieht auch wirklich nach einer schönen Gegend aus hier. Richtig zum Picknicken oder sich aufhalten, relaxen. Known where to go. I won't let you die. I'll find a way somehow. Let's go. I told Yuna I would find a way. I guess I wanted to believe that words could make it come true. So. Da drüben gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir bleiben hier. Unser erstes Ziel ist mal, hierher zu gehen. Beziehungsweise mal mit Mai Chen reden. Wo sind wir dann? Ja, den hier will ich haben. So. Auron, Rocker darf jetzt noch ran. This one is mine. Sehr schön. Dann nehmen wir nochmal Lulu dran. Eis. Neue... Wow. Bisschen überpowered. Ja, es wäre auch gar nicht so schlecht, hier mal ein bisschen wieder die Ekstase-Leiste zu füllen. Und zwar von allen. Das wäre, glaube ich, wirklich gar nicht mal so schlecht. So, Mai Chen, du hast bestimmt was Neues zu erzählen, nicht wahr? Perhaps you'd like to know a bit about these plains. Ja, aber absolut. Ja, bitte. Mhm. As you know, these plains were once a battlefield. A great battle between Bevel and Zanakund, a melee of Machina. That war left this place a barren, lifeless land. Then time passed. The summoners took note of this uninhabited land. Great battles could be fought here with no harm to the common folk. Perfect for a final battle with Sin, as it were. Summoners wait here, ready to perform the final summoning. Ah, to know what they must feel. In any case, when Sin is defeated here, the calm will visit Spira once more. That's why this place is now known as the Calm Lands. Exactly who dubbed it so is unknown. And that, as they say, is that. Okay, vielen Dank. Hast du noch was zu berichten vielleicht? Oh dear, I almost forgot to tell you. Ha, wusste ich's doch. There's a chasm, a great rend in the earth. In these parts,
A scar left from High Summoner Gandalf's bitter battle with Sin 400 years past. Like to hear about this place once more? Aber absolut, ja bitte. As you know, these plains were once a battlefield. Okay, aber jetzt wiederholst du dich. Great battle between that war. Then the summoners took note. Great battles could be fought. Perfect for a summoner's wait here. Ah, in any case, when that's why this place. Jetzt hat das sich nur noch wiederholt. Na gut. Dann war's das wohl fürs Erste tatsächlich. So, die drei waren schon dran. Walker ist klar. Titus. Nehmen wir mal Auron. Halt, nee. Kimari. Erstmal Kimari. Es wäre echt nicht verkehrt, hier ein bisschen die Ekstase von allen hochzukriegen. Die Frage ist, ob ich das dann vielleicht mal offscreen mache. Nicht Trauben. Das bringt jetzt nichts. Wir nehmen lieber Clown. Wow. So. Hier geht, auf dieser Ebene gibt es Eis wieder. Gibt es auch tatsächlich sehr, sehr harte Gegner. Von denen auch Kimari Sachen lernen kann. Ich glaube, zwei Sachen müsste er hier lernen können. Nee, eine Sache müsste er lernen können. Okay. Wer bist du dann? Willkommen bei Rins mobilen Reisebedarf. Wir führen allerlei nützliche Waren. Bevor Sie sich in den Weiden der Ebene stürzen, sollten Sie sich hier eindecken. Okay, dann zeig mal. Oh, der ist gar nicht mal schlecht. Aber nee, gehen wir mal auch verkaufen. Der kann weg. Die Stichlanze. Weil da ist halt Durchschauen und Durchschlag drin. Ah ja, mach mal trotzdem mal weg. Die Harpune, nur Durchschlag, weg. Kann auch weg. Naja, auch nicht so richtig toll. Auch nicht so toll. Nope. Okay, das war's auch schon. Alles klar. Hier irgendwo im Nordwesten soll auch nochmal ein All-Bad Lexikon sein. Danach sollten wir auch noch, das will ich jetzt als nächstes mal schauen, ob wir das rauskriegen.
Das war das Findern. Ich habe den richtigen genommen. Ich dachte schon, ich hätte den falschen genommen gehabt. Wow, ouch. Ah, das ist eine gute Gelegenheit für Yuna, richtig schön zu heilen, um ihre Ekstase hochzukriegen. Hab natürlich direkt den falschen natürlich genommen gehabt. Typischer mich. Naja, gut, was soll's. So. Irgendwo im Nordwesten hieß es. In meiner Liste. Bisher sehe ich aber da noch nicht wirklich was. Und im Nordwesten sollen auch, glaube ich, die heftigeren Gegner sein. So. Jetzt darf aber Dings machen. Jetzt nehmen wir es richtig hier. Und Lulu da fertig machen. Autsch. So, how shall we do this? Ganz einfach. So. Ah, wir sind noch nicht im Norden. Deswegen. War Lu schon dran? Nee, Lu war noch nicht dran. Wow, 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 wow. Halt! Nicht die Monster. Nicht die Monster. Heilen. Könnte man es natürlich auch machen. Bringt aber nicht wirklich was. So, schauen wir mal, wie sieht's denn mit Kimari aus? Trifft nicht. Dann darf Titus fertig machen. Gut. Ja, diese Ebene hier, die ist riesengroß. Hat er ja schon gesehen gehabt. Die ist wirklich riesengroß. Später werden dann hier auch noch einige Minispiele zu spielen sein. Hallo. Und ist da nicht irgendwie noch ein, Halt. Ein Speicherstand. Es könnte aber auch in diesem Laden sein, wo ich gemeint habe. Hm.
Aber ich fände es gar nicht mal so schlecht, wenn wir da in der Mitte mal speichern würden. Weil so langsam geht die Folge auch zu Ende. Naja, vielleicht noch so ein paar Minütchen. Und da wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, da hinzugehen. Oh, aber ganz ehrlich, ich mag das Spiel sehr, aber manchmal nerven diese Dinger hier, die Kämpfe. Vor allem, wenn sie so oft hintereinander kommen. Zwei Schritte gegangen und schon wieder ein Kampf. Und das kann schon ziemlich nerven. Ganz ehrlich, ja. Und ich glaube, gerade auf dieser Ebene hier, wo es so groß ist. Ja, das ist der Dings, wo ich gesagt habe, wo ich eigentlich sowieso hingehen wollte. Oh, direkt davor nochmal. Na, den Kampf machen wir jetzt ganz schnell. So. Ja, wir sind mit der Ekstase schon ganz schön gut weit gekommen. Meiner Meinung nach. Ich habe mir überlegt gehabt, ob ich jetzt außerhalb der Folge das nochmal ein bisschen hier farmen soll oder so. Aber ganz ehrlich, das müssen wir eigentlich nicht wirklich machen. Father Zook. Long time no see. You are Yuna? You certainly don't look like Mr. Kinnock's murderer. What you say? Please, tell us what has happened. Hab ich doch gesagt gehabt. Just issued a personal order, you know. It said that you and your guardians murdered Mr. Kinnock and fled. We are to kill you on sight, or so it says. What of Bavel? Things are calm on the surface, but the depths are turbulent. After the death of Maester Kinnock, Kelk Ronso left Yevon. Convenient. Getting around will be easier with Yevon in disarray. But be careful, my friends. You have been branded enemies of Yevon. You should avoid temples for the time being. Mm-hmm. Thank you, Father Zook, for your warning. Father, you came all the way here just to tell us this? To tell the truth, I was a little curious to see this summoner you are guarding. I hope her pilgrimage goes well. For your sake, too. Thank you, Father. I must be off. I shall pray for all of you. Ja, wenn wir jetzt zum Tempel gehen würden, würden wir einen ziemlich starken Boss, also so einen optionalen Bosskampf bekommen. Die auch ziemlich heftig sind. So, reden wir nochmal mit den ganzen Leuten. Messi. What is? Yevon, Micah and Seymour are not of one mind. Remember what Seymour said last we met. I do not think Micah will concur. Dann wird er wahrscheinlich auch bald das Seitliche segnen. If Yevon founders, so will Spira. If Yevon founders. Ja, okay. Badam. She's not stopping, is she? Yuna, she's made her decision. But I can't just let her go. We won't have to. We'll save Yuna even if she calls the final Aeon. But how?
I'll think of a way. But what if you can't? I'm tired of talking to you. It's always but this, but that. But... Let's think together. Okay. And if we can't think of something, we find another way. Okay. Ugh. This is a toughie. So, we are officially traitors, then. Hey, let them say what they want. It's okay. I'm not worried. Well, maybe just a little. It's so hard not to be. Hey, it's okay to worry. And if it gets too rough, just yell. Yell. Okay. I might just do that. Yeah. Gut. Sonst noch was? I wonder if my father got lost here too. Maybe. With my old man helping him. Maybe I'll ask Sir Orin. Orin? Well, that grouch never tells me anything. That is none of your business. Not that he keeps out of other people's business, you know what I mean? Just a little farther to Zanarkand. Ja, weit ist es wirklich nicht mehr. Who was that? Until half a year ago, he was a summoner. Waka and I were his guardians. Oh, okay. Kind of a short pilgrimage. He gave up halfway. Here, on this plain. Now he is a monk at the Bavel Temple. Ein Ex-Medium, okay. This is my third pilgrimage as a guardian. Father Zook was my second, and my first, well, it ended here too. Okay. I've never been to the lands beyond. Mount Gagazet towers to the north, and Zanarkand lies beyond that. Ja, es ist also kein großer Weg mehr. Mount Gagazet towers. When I was guarding Zook, I already told you this, yeah? About when I was too into the game to be a good guardian. So, when Father Zook said he wanted out, tell you the truth, I was kind of glad. Zanarkand's right around the corner. So close already. Ja, die stille Ebene noch, Berg Gagazet, und danach geht's nach Zanarkand. Zanarkand's right around the corner. Gagazet is Ronso land. Kemari home. Hey, we might meet your family. Kemari has no family. Oh, sorry. But Kemari not alone. Sacred Mountain, Gagazet, not changed for 1,000 years. Sacred Mountain. Ja, okay. Dann wollen wir zum Speicher. Nee, wir schauen noch ganz kurz hier rein. Können wir wieder Sachen kaufen oder verkaufen. Das passt aber alles. Und wir können ganz schnell noch... hier was machen. Können wir... Haben wir noch so ein Dings? Nee, das wandelt nur auf leeres Feld in Glück um. Aber wir haben nichts für Glück, um dieses Glückdings zu machen. Ah, schade. In dem Fall bewegen wir uns wieder zurück. Du kannst dich gleich drei Felder bewegen. Cool. Ah, nein. So. Yuna kann sich gleich drei Felder bewegen. Und damit kriegen wir Zauberabwehr. Und wir kriegen Reflek. Ah, das ist auch nicht schlecht. Schwieriger Zauber. Damit werden nämlich Zauber zurückgeworfen. Das gilt aber auch für Heilzauber. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, meiner Meinung. Kann ziemlich cool sein. Kann aber auch ziemlich nach hinten losgehen, weil Heilung, wie gesagt, etwas schlechter ist.
So. Ah, halt, das war's. Gemari noch. Dann kriegst du jetzt den Panzerbrecher. Sehr schön. Und dann sollten wir noch nach hier unten gehen, glaube ich. So. Perfekt. Tetos kriegt auch eine neue Fähigkeit. Moment, da unten. Da kommen wir, glaube ich, das ist, ja, das ist Junas Weg. So, was bekommst du denn für ein schönes Zeug? Retard-Schock. Kennen wir schon. Wie bei Walker, der Schock klappt immer, aber nur für eine Runde dann. So. Dann werde ich hier auch wieder Schluss machen. Und ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Und guck mal, wir können sogar wieder ins Blitzballstadion zurückgehen. Das ging ja auch die ganze Zeit jetzt gar nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Und die ganze Gruppe ist auch endlich mal wieder vereint. Ja gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.